Also, wir führen unsere Reportage aus Moskau. Die Schule 1319. In der Musikklasse kann man kein Studium finden. Und ich besuche die Musikschule. Mozart ist mein Lieblingskomponist. Wurde in Österreich, in Salzburg geboren. Hier ist sein Geburtshaus und jetzt hier ist ein Museum. Im Jahre 2006 feiert die ganze Welt sein Jubiläum. Dankeschön. Schurum zirum. Schurum zirum. Hallo. Wir suchen in dieser Schule Schurumdirum. Ihr habt ihn natürlich nicht gesehen. Warum nicht? Er ist da. Sieh, hier gibt es viele Schurumdirums. Und was macht ihr hier? Wir bereiten uns auf unsere Prüfungen in der deutschen Sprache vor. Und hilft euch Schurumdirum? Ja, wir lesen Texte und erzählen sie nach. Wir lernen neue Wörter und machen Berichte. Was hast du gelesen? Ich habe gelesen der Text über der Baikalsee. Der Baikalsee in Südsibirien ist der tiefste und der älteste Südwassersee der Welt. An seiner tiefsten Stelle ist er genau 1637 Meter tief. Der Baikalsee ist nicht nur der älteste und der tiefste See der Welt. Der Baikalsee ist auch der größte Süßwasserspeicher und unserem Planeten. Der Baikalsee ist der Rekordsee. Und du, was hast du aus Schurumdirum erfahren? Ich habe gelesen den Text über Advent. Ich habe viel Interessantes gelesen, erfahren. Zum Beispiel, dass das Wort Advent kommt aus der lateinischen Sprache und heißt Ankunft. Mit der Ankunft ist die Geburt von Jesus Christus gemeint. Und du, was für dich in Schurumdirum neu? Mit Schurumdirum weiß ich, wo die Deutschen am liebsten Urlaub machen. Deutschlands Reise verhalten ist sehr ungewöhnlich. Einerseits sind die Deutschen Reiseweltmeister. Die Deutschen fahren in jedem Urlaub weg, mal ins Ausland, mal unerhalt in Deutschland. Und was hast du erfahren? Ich erfahre, dass 1949 die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde. Sie entstand aus den drei Witzzonen. Im September 1949 wurde Theodor Heuss zum Bundespräsidenten und Konrad Adenauer.